Akasha Tanasana ist die Stellung der himmlischen Nachkommenschaft. Akasha Tanasana soll heißen, du willst nicht auf der Erde so viel hinterlassen, sondern du willst in den Himmel dich öffnen und dir bewusst sein, du gehörst eigentlich zum Himmlischen, zum Göttlichen. Akasha Tanasana ist eine Variation von Chakrasana, dem Rad. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier ausgehend beuge die Knie, gib die Füße auf den Boden und gib die Hände neben die Schultern auf den Boden. Dann strecke die Arme aus, strecke die Beine aus und hebe die Fersen hoch und wandere mit den Händen so nah wie möglich zu den Füßen. Akasha Tanasana gehört zu den fortgeschrittenen Variationen des Rades. Akasha Tanasana, eine fortgeschrittene Rückbeuge, eine Übung, mit der du dich nach oben zum Himmel hin öffnest. Alle Variationen des Rades findest du unter dem Begriff Chakrasana in der Yoga-Vidya-App sowie auf yoga-vidya.de.